Bisher galt, zu schnell gefahren, über Rot oder mit Alkohol am Steuer erwischt, schon ist der Führerschein weg. Jetzt will Justizminister Heiko Maas den Führerscheinentzug aber noch viel häufiger einsetzen. Aber ist das sinnvoll? Für mich persönlich wäre es schon tragisch. Also für mich würde er bedeuten, dass ich arbeitslos werde. Also ich glaube, es ist schon tatsächlich noch etwas, womit man den Bürger sehr treffen kann. Bisher konnten Richter in Deutschland Freiheitsstrafen und Geldbußen für Verurteilte verhängen. Jetzt soll der Entzug des Führerscheins eine weitere Option werden. Auch die Dauer des Fahrverbots könnte sich von bisher nur 3 Monaten auf insgesamt 1 Jahr verlängern. Das Strafmaß liegt letztendlich im Ermessen des Richters. Vor allem für junge Erwachsene und besonders Wohlhabende wäre das eine effiziente Strafe. Denn psychologische Untersuchungen zeigen, der Verlust von Mobilität und Statussymbolen wie Autos ist schlimmer als eine Geldstrafe. Alternative Strafen gibt es bereits. Wer seine Schulden wie die GEZ-Gebühr nicht zahlt, dem wird seit mehr als 10 Jahren der Autoreifen blockiert. Die Forderung von Minister Maas ist sogar im aktuellen Koalitionsvertrag schriftlich festgehalten und könnte noch diesen Herbst Realität werden.